Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Gold-Tagebuch-Video. Es sind mittlerweile wieder ja, 4 Wochen, knapper Monat vergangen. Und ja, wir wollen einmal in den Postkasten reingucken, was wir so eingenommen haben, was so an Gold reinkam. Und bevor wir das aber machen, würde ich sagen, schauen wir auf meine Tabelle, wo ich ja immer so ein bisschen das mittrack. Ich würde sagen, wir machen das einen Ticken größer, dass ihr das seht. Also, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Auf dem Main-Account hatten wir 26.300.000 und auf dem Second-Account waren es 179 Millionen. Ein paar zerquetschte. Zusammen sind es dann 206 Millionen etwa gewesen. Und ja, das war so der Endstand. Wir hatten da plus gemacht 2,5 Millionen. Und hier hinten haben wir immer mit drin die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Konsumausgaben. Also sprich, was eigentlich mit dem Goldmaking nichts zu tun hat. Und dementsprechend ich einfach Gold für irgendeinen T-Mog, irgendwelche Runs oder irgendwas ausgegeben habe, was eigentlich mit dem Goldmaking nichts zu tun hat, was einfach so ein bisschen nebenher ist. Heißt, wir hätten eigentlich 8 Millionen, irgendwas plus gemacht. Dieses Mal hatten wir sehr hohe Konsumausgaben. Ich habe mir das ein oder andere teure gekauft. Das sind über 21 Millionen. Ich vermute mal, dass wir das nicht alles reinholen werden, vor allem weil ja die Konjunktur in WoW durch den Sommerloch und hier auch Patchloch so ein bisschen am Boden liegt. Aber mal gucken, wir lassen uns überraschen und schauen mal, was unter anderem so reinkommt. Und vielleicht, also ich denke mal, plus werden wir keinen machen mit den Riesenausgaben, die ich jetzt hatte an Konsumausgaben, aber vielleicht haben wir weniger Minus, sagen wir es mal so. Wir werden mal reingucken. Schauen wir erstmal, was jetzt der Ist-Stand ist. Wir sind jetzt auf dem Main-Account bei 13,9, also knappen 14 Millionen. Und auf dem Second-Account bin ich noch bei 155 und ein bisschen was. Hab das auch schon zusammengezählt. Sind Pi mal Daumen auf 169 Millionen. Bedeutet, wir sind jetzt mit Konsumausgaben plus Ausgaben für die Berufe und Craften etwa bei 37 Millionen miese. Und das müssen wir jetzt erstmal reinholen. Und dazu würde ich sagen, schauen wir als allererstes beim Main mal in den Postkasten rein. Ich habe die Sachen wie die letzten Male auch natürlich schön drin gelassen. Ihr seht, ich habe Mails 1453, heißt, das sind im ersten, auf der ersten Seite sind ja immer 100, auf der nächsten auch wieder 100, sind schon mal 1 Million Gold, also schon ein bisschen was. Dazu ziehen wir das jetzt einmal hier ein bisschen rüber. Wir machen das mal auf und nebenbei erkläre ich, was ich so mit dem Char am Verkaufen bin. Also, ich habe schon 6,3, also das müssen wir jetzt dann gleich nochmal rüberschicken. Ihr seht schon, hier sind teilweise Mats dabei. Die meisten Sachen sind aber Geschichten, die ich allgemein am Craften bin. Ich habe mit dem Char sowohl Lederer als auch Schmied und ich verkaufe verschiedene Items. Ich verkaufe unter anderem die Legendaries, eigentlich theoretisch alle Ränge. Also ich habe alles auf Maximum, sowohl mit Schmied als auch mit Lederer. Bedeutet, ich kann alle Plattensachen herstellen, ich kann alle Kettensachen herstellen, alle Leder-Legendaries. Ich könnte die von Rang 1 bis 7 alle craften, ich crafte aber hauptsächlich tatsächlich im Rang 4 bis 7, die loweren Ränge kauft keiner. Ich wundere mich zwar eigentlich, dass Leute sich noch Rang 4, 5, 6 kaufen, aber tatsächlich gehen die auch noch weg und ab und an sind die auch in der positiven Gewinnmarge. Das Ganze mache ich auch mit einem Add-on, das nennt sich hier Legendary Stock Tracker und da kann man das so ein bisschen gucken, was ist im Plus, was ist im Minus und ihr seht schon hier auf Blackmore, ja, die meisten Sachen sind tatsächlich im Minus. Seht, also ganz vereinzelt sind die Sachen im Plus. Hat einfach damit zu tun, dass man aktuell die für die Mats einen Haufen mehr zahlt. Also die Legendary Mats sind gut hochgegangen. Die waren noch vor der vierten Season, die ja jetzt vor 1,5 Wochen gestartet ist, so bei 1000 Gold für diese Legendary Mat-Geschichten. Also von was rede ich? Weiß immer nicht, wie die genau heißen. Hier, diese Essenz, ne, die war so bei 1000, vielleicht 1500, maximal 2000. Mittlerweile ist die jetzt sowohl auf Anto als auch hier auf Blackmore auf 4.000, 5.000, 6.000 angestiegen und das ist natürlich dann ein enormer Sprung. Und dann sind zwar die Legendaries ein bisschen hochgegangen, aber ihr seht trotzdem, die Gewinnmargen sind jetzt nicht sonderlich üppig. So, jetzt haben wir das erste Problem. Wir sind am Goldcap, heißt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Gold loswerden. Sonst schaut schlecht aus, aber ich habe, glaube ich, den anderen Char ausgeräumt. Der Chini-Char, auf dem kann ich jetzt erstmal einen Cap rüberschicken. Halt, warte mal, das geht nicht so ganz. Dann machen wir hier eine 5 hinten rein. Das ist der richtige, ne? Oder? Ja. Ja, das wird schon der richtige Char sein. Gut, erstes Cap ist schon mal weg. Dann können wir den Rest noch rausholen.
Genau. Und was ich sonst noch mit dem Druid verkaufe, ist halt zum einen die 233er Teile und die 262er. Also ich kann euch das auch mal hier im Berufsfenster einmal zeigen. Also man kann ja neben den Legendaries, ne, die man ja hier auf Rang 7 theoretisch auch upgraden kann, hat man ja hier noch die Teile, die ursprünglich 151er Item Level sind. Und die kann man hier erhöhen auf 233, beziehungsweise wenn ich jetzt das höhere hätte, auf 262. Da verkaufe ich auch alle Kettensachen, alle Ledersachen und mit dem Schmied dann dementsprechend auch noch den Plattenstuff. Genau. Und das Zeug geht auch tatsächlich noch halbwegs gut weg. Die Gewinnspannen sind jetzt auch nicht gewaltig an der Stelle. Und was teilweise witzig ist, das ist mir in letzter Zeit oft aufgefallen, ich habe immer noch Restbestände. Heißt, Items, die lower sind, 200er Item Level, 230er Teile, die ja einzigartig nur anlegbar waren, letzten Patch, die kann man theoretisch immer noch herstellen. Und teilweise verkaufe ich diese 230er Items für 150k. Wo ich mir denke, das ist ein Teil, das kann ich einmal anlegen, hat 130er Item Level und ich verkaufe aber zeitgleich die Items mit denselben Stats für Item Level 233, wo ihr auf jedem Slot das anlegen könnt, für 2 oder 3k. Und dann kaufen sich die Leute das Item für 130k. Dann müsste man meinen, okay, das war halt ein Vollidiot, das passiert einmal jedes Jahr. Nein, ich verkaufe diese alten 230er Items teilweise. Alle paar Tage verkaufe ich da eins für über 100.000 Gold. Die sind so teuer drin, weil die halt sonst keiner mehr drin hat, weil diese Items halt null Sinn machen, herzustellen oder zu verkaufen oder geschweige denn zu kaufen. Also es macht einfach keinen Sinn, diese Items. Die sind halt, die kosten mehr, haben loweres Item-Level und kannst nur eins anlegen. Also es ist echt total dumm, diese Sachen zu kaufen, aber die Leute kaufen es dann für einen 30-fachen Preis. Ich verstehe es nicht. Und es kommt immer wieder mal vor und ich jedes Mal schüttle ich den Kopf. Also ich freue mich, weil die Dinger will ich eigentlich, habe ich schon überlegt, ob ich die beim Händler verkaufen will, weil ich dachte mir, die will keiner mehr, aber ja, gehen immer mal wieder weg. Ich habe bestimmt im letzten Monat da also 10 aufwärts verkauft, ne, für so einen absurden Preis. Warum? Also, weiß nicht, die Leute gehen da einfach rein, wissen es vielleicht auch nicht, kaufen irgendwas. Ist teilweise ein bisschen strange, ne. Deswegen immer die Devise, allen Klump, den man hat, einfach ins Auktionshaus schmeißen. Es steht jeden Tag irgendein Dummer auf, der das Zeug abkauft. Ja, so ist das. Und ja, was ich zusätzlich auch noch verkaufe, sind dann hier ab und an Mats, ne. Ich mache ja auch Daily-Geschichten mit dem Char. Ich habe jetzt auf Blackmore nicht großartig andere Chars, wo ich quasi einen Trash-Verkauf-Char habe, wo ich sonst immer auf den anderen Servern meine Sachen hinschicke und mit dem verkaufe. Deswegen sind halt auch so Mini-Beträge wie jetzt hier für so ein Fleisch 27 Silber drin. Aber naja, Kleinvieh macht halt auch Mist, ne? Das rechnet sich auch. Und was ich dann zusätzlich auch noch drin habe, sind teilweise T-Mog-Sachen aus irgendwelchen alten Runs. Also ich habe jetzt nicht explizit T-Mog gefarmt, um es im Auktionshaus zu verkaufen, sondern wenn ich halt eh für mich selber irgendwas gefarmt habe und es fällt was ab und ich habe ja hier unter anderem TSM drauf, das zeigt mir ja schön die Preise an für Sachen, dann stelle ich die Items halt ins Auktionshaus rein, wenn sie 1000 Gold plus wert sind im Durchschnitt, ne? Oder ein gutes Stück mehr zumindest, ne? Ich habe auch unter anderem hier, wie ihr seht, einige Items von den Inselexpeditionen. Ich habe vor ein, zwei Monaten, bin ich mal hergegangen und habe diese ganzen Säcke aufgemacht. Und zwar gibt es da wo ist es denn? Gibt es da diese Medaillen Battle for Azeroth? Hier, die Seefahrer-Dublonen, da hatte ich noch mehrere tausend Stück rumliegen. Habe diese ganzen Beutel aufgemacht. Und da gibt es verschiedenste Teile, die sind mehrere hunderttausend Gold ein T-Mog wert, ne? Ob man die unbedingt gut los wird, ist halt die andere Sache. Also es zieht sich schon ein bisschen. Aber ja, ein bisschen Gold kann man damit auf jeden Fall machen. Was ganz gut ist, hier auf Blackmore habe ich von der Quantität relativ viel verkauft, also über 1000 Items. Auf Antonidas sieht es relativ mau aus, muss ich gestehen. Und hier seht ihr, das ist quasi das Datum, wann das Zeug ausläuft, ne? Da wären es jetzt nur noch 4 Tage, deswegen schaue ich, dass ich jeden Monat dieses Update mache, ne? Weil nach 30 Tagen läuft es ab und wenn ich jetzt, sind so viel, quasi 4 Wochen, also 28 Tage, dann bin ich quasi genau noch vor dem Zeitpunkt, wo es abläuft. Das Gold ist dann zwar nicht unbedingt zu 100%ig weg, wenn es abläuft, ne? Man hat ja immer noch die Möglichkeit, auf der Gegenstandswiederherstellung Sachen wiederherzustellen, aber das hat dann auch einen Cooldown und das ist richtig, die Seite ist richtig laggy, deswegen, ja, es ist auf jeden Fall umständlich, wenn man Sachen quasi auslaufen lässt, deswegen sollte man gucken, dass man zumindest einmal im Monat seinen Postkasten auslädt, so wie ich das gerade mache. Gut, damit hätten wir alles rausgezogen. Wir hatten jetzt einmal quasi ein Goldcap rübergeschickt, vorher hatten wir 600 und ein bisschen was 1000, heißt, ich habe jetzt im Postkasten etwa einen Goldcap drin gehabt.
was jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel ist. Gut, ich würde sagen, dann loggen wir schon mal um. Ich kann nämlich mit dem einen Twink schon mal das Gold wieder rausnehmen aus dem Postkasten, dass wir es gleich schon mal im Addon haben. Und zwar habe ich einen weiteren Char hier auf Blackmoor auf der Allianzseite, das ist hier der Priester. Den habe ich mir mal erstellt gehabt, weil ich brauchte für einen Ingi-Item einen Charakter, der auf Stufe 45 ist. Und ich habe in BFA durch Inselexpedition meine ganzen Chars auf 50 gespielt und ich hatte halt keinen Low-Char mehr. Das musste ich mir extra nochmal einen Char auf 45 spielen, weil nur auf dem Level hat man ein bestimmtes Rezept gekriegt. Aber das ist eine längere Geschichte, brauchen wir jetzt nicht hier aufmachen. Gut, jetzt bin ich auf dem zweiten Account, auf dem nächsten Char. Und zwar machen wir hier auch wieder einen Chat ein bisschen auf, dass ihr seht, was ich da verkauft habe. Hier ist es ein bisschen diverser. Und zwar ist das in Anführungszeichen mein Crap-Verkauf-Char. Also hier auf Antonidas habe ich viele Chars. Und da habe ich den Vorteil, dass ich halt einen Char mir hergenommen habe, wo ich halt einfach allen möglichen Zeug, was ich halt kriege beim Questen, Leveln, selber T-Mog farmen, auf den schicken kann. Und da ist alles Mögliche dabei. Ne? Da sind sehr viele Materialien dabei, die du kriegst, auch im aktuellen Content oder im alten. Oder hier schon mal, ich habe zum Beispiel mal Leystein-Erz 3000. Ne? Ich habe mal für ein Rezept Leystein ewig gefarmt. Sowas haue ich hier rein. Oder auch dann mal T-Mog-Sachen. Ab und an ist so ein Gedöns auch mal ein bisschen was wert. Kriegst du mal 5.000, 6.000 für so ein T-Mog-Ding. Ich würde jetzt nicht losziehen, aktiv T-Mog zu farmen, um es immer hart zu verkaufen. Aber wenn es nebenbei abfällt, warum nicht? Ne? Kann man es ins Auktionshaus schmeißen. Man hat zwar dann doch immer ein bisschen Zeitaufwand, das immer und immer wieder reinzustellen. Ne? Das ist natürlich auch lästig. Aber naja, seht ihr, hier habe ich zum Beispiel irgend so ein Frostwind-Tuch für 30.000 verkauft. Gar nicht so schlecht, was haben wir da für 19.000? Das ist ein Pet-Spross von Parku haben wir da verkauft. 15.000 Astralwinden, die musste ich auch für Rezepte farmen. Und da, ja, das summiert sich, das ist ein paar hundert K, kriegst du da meistens zusammen durch diesen ganzen Mist. Was habe ich da jetzt? Ah, ja gut, das zeigt es jetzt nicht an, oder? Na, 451.000, fast eine halbe Million für so einen Haufen Mistzeug, das man sonst eigentlich weggehauen hätte, ist schon ganz okay. Gut, das, keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Okay, jetzt können wir da auch nochmal ausloggen. Dann eigentlich schon mal weiter swappen. Was habe ich denn auch? Genau, auf Antonidas habe ich hier noch zwei Chars, und zwar einmal meinen Monk und einmal meinen Hunter. Da können wir jetzt dann gleich nochmal gucken. Also, gehen wir erstmal auf den Hunter. Und derweil sind wir hier auf Blackmoor schon mit dem Priester eingeloggt. Da habe ich jetzt einmal das Cap rübergeschickt. Soll ich das rausnehmen kann? Jawoll. Genau, also hier. Mit dem habe ich halt extra mal VZ gelernt. Ne, Ingi war es, ne, nicht VZ. Und mir eine so eine komische Brille war das, glaube ich. Ich meine, die war es sogar. Ne. Von diesen Brillen auf jeden Fall habe ich aus so einem komischen Behälter nur rausgekriegt. Und den konnte man nur bekommen, wenn man dementsprechend Stufe 45 ist. Mittlerweile könnte ich ihn eigentlich mal weiter leveln, aber ich habe noch ein paar andere Chars quasi auf der Liste stehen, die ich halt erstmal noch leveln wollen würde. Ne? Und der kommt dann irgendwann mal noch dran. Vielleicht zu Dragonflights. Mal gucken. Ich könnte den hier theoretisch auch als Crap-Char nehmen, wo ich halt dieses ganze Zeug hinschicke. Aber weiß ich nicht. Im Moment mit dem Main logge ich immer ein, dann mache ich das einfach mit dem. So, dann switchen wir jetzt hier mal weiter auf Lothar. Und zwar hätte ich jetzt hier noch zwei Chars. Ich habe einmal meinen Hexer, mit dem verkaufe ich ein bisschen Stoffgear noch. Das tue ich aber jetzt nicht regelmäßig reposten. Und das ist quasi auf Lothar mein Char, wo halt auch alles mögliche hingeschickt wird. Ne? Also allen möglichen Crap. Gut, parallel sind wir jetzt schon auf Anton mit dem Hunter eingeloggt. Und hier habe ich auch noch einige Verkäufe, wie ihr seht. Da können wir auch wieder das ein bisschen rausziehen. Die Warnung vom Handy-Notes tun wir jetzt mal ignorieren, dass irgendwelche Add-ons fehlerhaft sind. Hab genug Interface-Bugs, ich sag's euch. Gut, jetzt machen wir da mal alles auf. Hier auf dem Char verkaufe ich eigentlich ausschließlich Crafted Gear. Und zwar auch wieder wie auf Main. Die Legendary-Teile, hier einmal ist es Juve, ne? Also das sind Ring und Hals. Auch wieder alle Stufen, wobei alles übertrieben, eigentlich Rang 4 bis Rang 7. Die älteren Sachen hätte ich auch noch liegen. Ihr seht hier auf der Bank sind auch nochmal einige Sachen, aber die verkaufen sich nicht mehr. Also Rang 1, ich habe schon angefangen, auch einige einfach wegzuschmeißen, weil du kriegst absolut nichts mehr für. Du haust es immer wieder ins Auktionshaus, es kostet Zeit und kriegst die Sachen nicht weg. Ne? Und was ich hier halt auch noch habe, ist Lederer. Also Leder und Kettegear kann ich dann auch noch herstellen. Und dann auch wieder selbiges, die 233er Teile und die 262er Dinger. Ich habe mittlerweile angefangen, nicht mehr diese Sonderitems drauf zu basteln. Ne? Es gäbe ja hier immer noch die Möglichkeit,
bei diesen Low-Items, zum Beispiel jetzt hier bei den Ringen, ne, kann man ja einmal hier das Item-Level erhöhen, ne, also auf 233 oder jetzt hier auf 262. Und dann gibt es ja hier noch diese Sonderausrüstung. Ich habe die am Anfang immer reingemacht. Mittlerweile lasse ich es eigentlich sein, weil TSM unterscheidet mittlerweile die Sonderausrüstung von der Nicht-Sonderausrüstung. Und wenn halt die Sonderausrüstungs-Items teurer drin sind, dann schmeißt TSM die natürlich auch teurer rein. Wäre ja prinzipiell richtig, weil es andere Sachen sind, aber es sind halt 233 und 262er. Leute, den Leuten ist eigentlich fast wurscht, ob da ein extra Effekt drauf ist. Das Zeug ziehst du für Twinks an, um quasi aktuellen Content anzufangen, und dann haust du es eh wieder weg. Deswegen wollen die Leute es meistens so günstig wie möglich kaufen. Also Sondereffekte sind oftmals egal. Das Einzige, wo es relevant wäre, es gibt so Items, wo man dementsprechend sich so Speedgear zusammenbauen kann. Ich muss jetzt mal nochmal gucken. Irgendeins von denen hier war das, meine ich. Genau. Geschwindigkeit von Reittieren und Boden in Schattenlanden wird erhöht, beziehungsweise das normale Laufen am Boden ist nicht nur in Shadowlands erhöht, sondern allgemein. Und dann kann man sich ja theoretisch an jedem Slot ein Item bauen. Ne? Zum Beispiel beim Kettenschar kann ich quasi alle Kettenteile auswählen. Den Hals und die Ringe kann den Juwel nehmen. Rücken kann quasi einen Schneider bauen und ich glaube, einen Trinket kann auch der Alchi bauen, aber nur für sich selber, ne? So eine Fiole. Da kannst du überall diesen Movement-Speed draufhauen, halt bis auf Waffe und einen Trinket, und dann kannst du, weiß ich nicht, hast du 180% Movement-Speed, und zwar die ganze Zeit. Das ist halt saupraktisch, um zum Beispiel alte Instanzen zu fahren. Also sowas wäre theoretisch sinnig, sage ich mal, das zu verkaufen, weil das kaufen sich ja auch Leute, so ein Movement-Speed-Gear. Tatsächlich mache ich das aktuell nicht. Ich bin es aber überlegen, ob ich Movement Speed Gear anbieten soll, aber da muss ich halt noch mehr ins Auktionshaus einstellen. Das kostet schon relativ viel Zeit tatsächlich. Gut, was haben wir jetzt hier rausgezogen? 5,7 Millionen ist jetzt nicht sehr viel, aber ist okay. Besser als nichts. Ich würde sagen, jetzt switche ich nochmal weiter und auf meinen Monk, den ich jetzt hier noch auf Antonidas habe. Das wäre dann der letzte auf dem zweiten Account. Aber auf den habe ich, glaube ich, ganz wenig Verkäufe. Also das ist der Char. Und derweil sind wir auf dem Main-Account schon auf Lothar, auf meinen Hexer eingeloggt. Und ja, mit dem habe ich ein paar Stoff-Sachen, aber ja, das ist ein Low-Pop-Server. Und hier verkauft sich wenig. Ich habe hier mal die Legendary-Ränge alle geskillt. Nicht, weil ich damit Gold verdienen will, sondern hauptsächlich deswegen, weil ich dementsprechend das auf dem Main-Account haben wollte fürs Collecten, ne? Ihr seht, hier verkaufe ich alles Mögliche auch an Crap-Zeug. Unter anderem habe ich jetzt hier irgendeinen Bauplan für 76.000 verkauft. Haben wir wahrscheinlich aus irgendeiner alten Ini bekommen. 76.000 für einen Plan ist schon mal nice. Und sonst sind es halt hauptsächlich Mats, ne? Hier ist so eine Shiftung weggegangen. Das ist so ein Legendary-Ding. Aber sonst ist das irgendwie alles Kleinkram, so wie ich das hier sehe. Ja. Also ist jetzt nichts Besonderes dabei. 3K für irgendeinen... Ah, das wird wahrscheinlich ein Sockel sein, vermute ich mal. Haben wir hier Formel-Armschienen. Na, seht ihr, Formel-Armschienen für 75.000. Also die Legendary-Teile, die ich gecraftet habe. Schau mal, hier sind... Ich glaube, da habe ich die Level-1-Legendary-Dinger reingehauen für 95 Gold. Da ging einiges schnell raus. Ist da nur Crap drin? Ja, da werden wir jetzt auch nicht so viel gemacht haben wie auf Anto. Obwohl, fast 600k. Ah, das sind die Rezepte gewesen, ne, die relativ teuer waren. Ah, schau, ab und an verkaufen sich die zwar eher seltener, aber wenn man sie verkauft, dann hat man doch ein bisschen Gold dabei. Okay, ja gut, auch nochmal eine 500.000 hier rausgezogen. Dann habe ich jetzt hier auf Lothar noch einen weiteren Charme, und zwar auch, um die Rezepte zu sammeln, habe ich hier noch einen Juwel hochgezogen und mir das Zeug auch geholt, aber auch da tue ich nicht reposten, natürlich alle paar Tage, wenn ich mal quasi mich dran erinnere, die Sachen wieder ins Auktionshaus reinstellen, aber selbst wenn ich es reposten würde, ist ein Dopop-Server, da geht eh nicht viel weg, ne? Gut, derweil müssten wir eigentlich mit Monk hier auf Anto eingeloggt sein. Jetzt guck mal, was haben wir hier noch an Verkaufen? 500, das ist jetzt auch nicht sonderlich viel, aber ich denke mal, die ein oder andere Million müsste da noch rumkommen. So, was verkaufe ich jetzt mit dem? Okay, irgendwie haben wir jetzt hier die Verkäufe nicht drin. Ah, die sind irgendwie im Whisper-Channel, perfekt. Mit dem habe ich jetzt einmal Schneider und Schmied. Verkaufe auch wieder die Legendaries. Ja, so, ich denke mal von Rang 4 bis 7. Dann auch wieder die Craft-Sachen, 233 und 262. Eigentlich genauso wie bei den anderen Craft-Chars, ne?
Und ja, auf Anto habe ich quasi mit dem Monk, Schneider und Schmied abgedeckt und mit dem Hunter, Juwe und Lederer. Also alle vier Craft-Berufe, die halt die Legendaries und diese ganzen Gear-Sachen anlegen können. Auf Blackmoor habe ich halt blöderweise nur den Main-Char und habe halt nur Schmied und Lederer. Und auf Lothar habe ich halt diese zwei Chars, wo ich halt eigentlich nur die Rezepte wollte. Der eine hat Schneider und der andere hat Juwe. Da bräuchte man theoretisch jetzt noch einen Schmied und einen Lederer, aber das, auf dem Lowpop-Server lohnt sich das eh nicht hochzuziehen. Und jetzt ist ja eh am Ende der Expansion, also da nehme ich nicht mehr diese Investition auf mich, um quasi da nochmal ein bisschen im Markt mitzumischen. Mit Dragonflight sieht es dann vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Da muss man mal gucken, was da dann geht. Aber ja, aktuell meiner Meinung nach jetzt am Ende der Expansion lohnt sich das nicht mehr. Jetzt müssen wir ja eh gucken. In ein paar Tagen soll ja jetzt Patch 27, nee, nicht 275, wie heißt der? 927, glaube ich, rauskommen. So rum war es, ne? Und da wird ja das Auktionshaus jetzt nicht komplett zusammengelegt, aber zumindest Teile. Da werden ja die Commodities, so wie es Blizzard betitelt hat, EU-weit. Und ja, da wird es interessant. Das sind hauptsächlich Sachen, die stacken, also wie Mats, Leder, Kräuter, Flasks, Pots, Barfoot, in die Richtung. Und das soll man dann anscheinend komplett EU-weit einstellen können und EU-weit rauskaufen können. Ist natürlich für so Lowpop-Server eine sehr, sehr schicke Sache. Ich habe das leider am eigenen Leib erfahren, als ich Berufe auf dem Lowpop-Server geskillt habe. Vor allem alte Mats sind so gut wie nicht drin oder sie sind, wenn dann, sau überteuert. Und das nimmt da so ein bisschen den Druck raus, ne? Beziehungsweise auch, wo ich Legendaries craften wollte auf Lothar, wollte ich quasi die Legendary-Sachen craften, habe die Legendary-Materialien schon rausgekauft, wollte 30 Dinger bauen, dann schaue ich rein, wollte mir Stoff kaufen, um halt das Ding craften zu können, waren 150 Stoff drin, ich brauche 60 Stoff, um einen Teil bauen zu können. Ja, dann habe ich zwei Dinger bauen können und die Mats habe ich dann umsonst gekauft, die anderen, das war halt sehr belastend, das passiert ja auf dem Hypop-Server halt nicht, ne? Wenn da Mats rausgekauft sind die nach ein paar Minuten wieder komplett, sind da Tausende drin. Gut, wir haben jetzt hier auch nochmal, wie ihr seht, 5 Millionen knapp rausgezogen. Ist okay, würde ich sagen. Und ja, dann können wir, obwohl eigentlich müssen wir gar nicht umloggen. Jetzt gehen wir hier auf den letzten Char noch. Das ist jetzt quasi mein Charmy auf Lothar. Und ja, da sind knapp 400k drin, ne? Also, das ist minimal. Aber ihr seht, ich glaube, ich habe das jetzt mal eine halbe oder eine Woche vergessen einzustellen, das Zeug, weil ich auf den Char nie einlogge. Und dementsprechend ja, ist da jetzt auch nicht sonderlich viel rumgekommen. Ich glaube, der hat auch kaum Sachen im Auktionshaus, oder? Was habe ich da drin? Ah, 84 Items habe ich da drin. Wahrscheinlich müsste ich hier mal wieder recraften tatsächlich. Aber der Markt ist mir nicht sonderlich wichtig. Gut, was wir jetzt aber gucken können, ist einmal, was wir jetzt für einen Endstand haben. Wir sind jetzt bei 25.371.000 auf dem Main-Account. Das trage ich jetzt mal hier drüben ein. 25.371.000. Und auf dem Second Account haben wir jetzt wieder 166.334.000. Und damit sind wir bei insgesamt 191.714.000 und halt ein paar Zacken dahinter, die ich jetzt nicht mitzähle. Heißt, wir haben 14 Millionen Minus gemacht in dem Intervall. Wir hatten aber Konsumausgaben von 21 Millionen, hätten wir die nicht gehabt, ne, das war halt für irgendwas, was mit dem Goldmaking nichts zu tun hat, hätten wir 7 Millionen plus gemacht. Was gut ist. Für diese Downtime-Phase kann ich jetzt nichts motzen. Gut, ne, ich habe halt doch größere Ausgaben. Ihr seht es, in letzter Zeit habe ich immer einen Haufen, einige Millionen, also das ist ja hier mal alles zusammen, einige Millionen ausgegeben für alles Mögliche, für die Collection vor allem. Und ja. Aber ich bin zufrieden. Also wir haben ohne die Konsumausgaben haben wir ganz gut Plus gemacht und das wird sich über die nächste Zeit dann wieder hoffentlich decken. Gut, das heißt, das nächste Mal müssen wir wieder gucken, dass wir Richtung wieder 200 Millionen kommen, wenn ich nicht wieder was Größeres ausgebe. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende. Und ja, damit verabschiede ich mich für die Aufnahme. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, wieder in einem Monat. Dann machen wir wieder ein neues Goldtagebuch. Und ja, bis dahin, euer Tila. Ciao.